Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und heute zeige ich euch, wie man ein Höllenportal bauen kann, das man an- und ausschalten kann. Das ist ziemlich praktisch, denn so kommen die ganzen Viecher aus der Hölle nicht in eure Base, beziehungsweise euer Lager oder wo auch immer ihr das Höllenportal habt. Das kann nämlich nervig sein und dementsprechend halt dieses Design und ich würde sagen, ich fange direkt damit an. Das erste, was ihr dafür natürlich braucht, ist erstmal ein Höllenportal. Ich mache jetzt hier mal ein ganz normales, was 3 Blöcke hoch ist und 2 Blöcke breit. Aber das Ganze funktioniert auch natürlich mit größeren Höllenportalen, je nachdem, wie groß ihr es eben haben möchtet. Das nächste, was wir tun, ist, wir platzieren hier 2 Dispenser nebeneinander hin und machen dann hier in den mittleren Block quasi oder auf dem mittleren Block einen Schalter. Den machen wir hier hinten einmal ein paar Blöcke lang. Welche Blöcke ist natürlich egal, aber ich dachte so, hier das Magenta, glaube ich, oder Purple, das lilane, Concrete quasi, das passt ja ganz gut. Dann machen wir hier noch einen Block hin und machen dann mal ein bisschen Redstone. Und zwar legen wir hier Redstone hin, wir machen hier oben eine Redstone-Fackel drauf, platzieren dann gegen diesen Block einen Piston, der dann auch direkt ausgefahren wird. Und dann machen wir an den Piston ran quasi nochmal einen Observer, der dann mit dem roten Punkt nach hinten zeigt. Und dann machen wir hier nochmal Redstone hin. Das sorgt jetzt nämlich dafür, dass wir, wenn wir den umschalten, einen davon aktivieren, und zwar den ersten hier, beziehungsweise den zweiten einmal aktivieren und wieder ausschalten quasi. Und in den zweiten kommt dementsprechend das Wasser rein, weil das darf ja nur kurz da sein. Und das machen wir jetzt mal schnell. Wir schnappen uns einen Wassereimer und dann brauchen wir noch ein Feuerzeug. Und dann stellen wir hier links das Feuerzeug rein und in den rechten tun wir den Wassereimer. Und dann können wir hier drauf nochmal ein paar Blöcke machen, damit das hier nicht so durchsehbar ist quasi. Und wenn wir jetzt den Schalter umlegen, dann geht das Höllenportal an und wenn wir ihn hoch machen, dann geht es aus und das Wasser geht auch direkt wieder weg. Beziehungsweise wenn wir es jetzt wieder nach unten machen, geht es wieder an. Und das war eigentlich schon das ganze Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es ist hilfreich. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.